Zukunftsforscher Oskar Vilani. Schönen guten Abend. Hallo, Frau Freudra. Das ist nämlich jetzt ungewöhnlich, dass wir uns begrüßen mit Handschlag, aber in diesem Fall hat das einen Sinn. Warum? Wir hören, ein implantierter Chip wird von manchen Politikern gewünscht, aber das ist gar nicht mehr notwendig. Warum? Naja, das ist Schnee von gestern und allenfalls eine Meldung für die saure Gurkenzeit. Ich habe Ihnen da jetzt gerade ein paar hundert Mikrochips in die Hand gegeben. Die werden für die nächste Woche bis 14 Tage an Ihrer Hand kleben. Aber meine Hand ist leer. Ja, das sehen Sie nicht. Die sind ganz winzig klein. Wenn Sie genau schauen, werden Sie sie schon sehen. Die sind so ein Viertel so dick wie ein menschliches Haar. Wir haben nämlich ein Bild auch davon. Also für mich ist das ja was ganz Neues. Das wäre so ein menschliches Haar und das wären eben diese Chips, die da drauf wären. Ja, das ist der aktuelle Stand der Entwicklung. Also es geht schon noch ein bisschen kleiner. Was würde man jetzt damit wissen von mir? Ich hätte Ihnen damit eine Nummer verpasst. Das ist einmal das Mindeste, was ich tun kann. Und ich kann Sie damit rund um die ganze Welt verfolgen. In weiterer Folge könnte ich auch so Dinge wie Ihren Blutdruck messen, Ihren Zuckerhaushalt, ein paar biometrische Daten. Das ist schon drinnen. Wenn ich jetzt ein ordentlicher Mensch bin, ich wasche mir sehr oft die Hände, sind die Chips dann nicht weg? Sie müssen sich die Hände so ungefähr eine Viertelstunde am Stück waschen, dann funktioniert es, aber für gewöhnlich reicht das zumindest für eine Woche, auch bei normalem Händewaschen. Eben einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist Technikfolgenabschätzung. Das heißt, Sie beschäftigen sich auch wirklich damit, wie man Kundinnen und Kunden eigentlich auch schon jetzt ausspionieren kann und haben einen Selbstversuch mit Damenschuhen gemacht. Bitte erklären Sie uns das. Ja, das kann jeder gerne in der einen oder anderen Weise mal nachvollziehen. Suchen Sie irgendeine Webseite, irgendeinen Job auf, das, was Sie sonst nie besuchen würden. Wiederholen Sie das zwei, dreimal und Sie werden für das nächste Monat, für die nächsten zwei bis drei Monate mit großer Gewissheit von eben diesen Damenschuhen oder was immer es auch sein mag, verfolgt werden. Und es ist sehr schwierig, dem zu entgehen. Jetzt war so eine Frage, die wir eigentlich vorhatten. Heute war, waren denn unsere Kinder als halbe Roboter über Chips gescannt, geortet oder vielleicht auch überwacht werden? Und wir wurden innerhalb von Stunden von der Realität überholt. Die BBC hat heute eine Geschichte gemacht, dass eben die technische Überwachung der Menschen nicht vor Kleinkindern und Babys Halt macht. Smarte Windeln wurden von einer Firma entwickelt, die eben genau kontrollieren, wie viel Flüssigkeit abgegeben wird. Eine intelligente Babyflasche. Die Flasche protokolliert die Nahrung mit, sendet dann gleich über eine App Empfehlungen und Vergleiche mit Altersgenossen an die Eltern. Es gibt eine elektronische Fußfessel für Kleinkinder, die schon entwickelt wurde, etc. etc. Wie wird es denn in 10 Jahren ausschauen? Von den technischen Möglichkeiten her ist im Prinzip eine 24-7-Überwachung, ob das jetzt Kinder oder Erwachsene sind, ist eigentlich egal. Auch schon jetzt möglich, in Zukunft halt noch unbemerkter, noch detaillierter. Das Nette daran ist, eigentlich tun es ja immer mehr Menschen freiwillig. Muss man eigentlich vor Dingen wie Elga, Kundenkarten etc. Angst haben? Ich würde das mal so formulieren. Man muss vor dieser Technologie an sich nicht Angst haben, aber vor dem, was aus politischem Dilettantismus oder aus Gier daraus gemacht wird. Das heißt, der technische Fortschritt hält nicht Schritt mit dem Schutz vor Missbrauch? Er hält nicht Schritt mit dem Schutz vor Missbrauch, das ist ganz richtig. Er hält aber auch nicht mit und schon seit langer Zeit hält sozusagen der geistige, der ethische Fortschritt nicht Schritt mit dem, was technisch möglich ist. Wenn Sie so ein Szenario entwerfen würden, wie schaut unser digitales Leben in ein paar Jahren aus? Das können wir uns aussuchen. Es kann so ausschauen, dass die Technik sehr wohl unser praktisches Leben bereichert, dass sie Hilfe und Unterstützung ist, so wie man sich das halt als humanistischer Mensch ursprünglich gedacht hat. Sie kann aber auch dazu führen, dass wir in eine gesellschaftliche, soziale Katharsis verfallen. Also das heißt, wir bekommen sowieso immer nur das, was andere denken, dass wir gerne hätten. Individuelle Entwicklung ist dann eigentlich gar nicht mehr möglich. Und so wie ich Ihnen die Chips da eben in die Hand gegeben habe, muss man dann nicht unbedingt Tierschützer sein, um den Rest seines Lebens verfolgt zu werden. Vielen Dank, Oskar Vilani, fürs Kommen ins Studio und ein bisschen Angst habe ich jetzt aber trotzdem gekriegt. Danke. Na, so schlimm wird es hoffentlich nicht sein.